Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Teil von Nier Automata. Und ich bin von Nier Gameplays als Hobby. Zusammen sind wir hier und versuchen die Erde von Maschinen zu befreien. Aber noch sind wir gerade oben im Bunker. Und uns wurde eben gerade erzählt, dass zwei Androiden hier anscheinend eine Beziehung hatten. Wie auch immer. Sie hat versprochen, mich zu beschützen. Es schien mir damals alles so romantisch zu sein. Aber jetzt kann sie es nicht mehr. Ich habe darüber nachgedacht, mich zu einem Kampfmodell umbauen zu lassen. Wie du und sie. Dann könnte ich ihren Tod rächen. I understand. Wie auch immer, danke. Ach, und hier. Das solltest du nehmen. Ich habe keinen Grund mehr, mich selbst zu schützen. Aufgabenbelohnung. Nahabwehr plus. Fernabwehr plus. Physisch VTD. Plus 6 Chip. Keine Ahnung. So. Wir sind eine Stufe gestiegen. Sehr schön. Dann können wir jetzt eigentlich schon wieder zurück zur Erde. Dann transportieren wir uns mal runter. Ach, es tut mir leid. Irgendwie werde ich müde. Na, Frühdienst halt, ne? Sind jetzt aber, glaube ich, schon lange dabei hier bei dem Spiel. So, wir sind wieder daheim. Was ist eigentlich hier hinten? Oh. Tierköder erhalten. So, die Frage ist, wo müssen wir hin, was müssen wir machen? Finde die verschollenen Jora-Einheiten. Ah ja, okay, stimmt. Ich erinnere mich. Achso, das ist ja gleich hier um die Ecke. Okay. Dann gehen wir da doch mal hin, würde ich mal sagen. Oder kann man irgendwas verbessern? Upgrade geht nichts. Passieren wollte ich jetzt nicht. Was kann man hier vielleicht gebrauchen? Keine Ahnung, wir nehmen das hier mal mit. Mal schauen, was das ist. Da haben wir zumindest noch ein 0 stehen gehabt. Genau wie hier. Erfahrungsleiste, Menge verdiente Erfahrung ein. Angelplatz. Angelplatz brauchen wir nicht. Waffenangriff plus. Erhöht Stärke von Waffenangriffen um 2. Dauerhaft nehme ich mal an. Waffenangriff plus, da steht eine 11 in Klammern. Können wir also nur 11 Stück mitnehmen oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Reduziere physischen Schaden. Kosten 11. 11 was? Lässt sich das stapeln? Ich habe keine Ahnung, ob sich das stapeln lässt. Bis demnächst. Auf jeden Fall sind wir jetzt vielleicht etwas elastischer. Sag ich jetzt mal so.
Da können wir jetzt natürlich nochmal schnell speichern. Entschuldigung. Haben wir jetzt auch ein bisschen was neu. Und dann wollen wir mal los. Okay, hier kommen wir wohl nicht drüber. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie rechts herum können. Rechts, rechts, so gesehen. Was macht ihr denn da draußen? Jetzt riecht es hier nach Spüli oder sowas. Und mich kratzt immer noch irgendetwas im Hals. Ah, hier geht's rüber. Tja, das wird ja wohl nicht umsonst hier gewesen sein. Okay, da ist nichts. Nee, Tobi. 砂漠にいた機械生命体見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは想像したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えても分からないことに時間を割くのは無駄。そうですね。 Vielleicht versuchen sie auch nur ihren Schöpfer näher zu kommen, indem sie also aussehen wollen. Vielleicht hat irgendein Android diese Roboter erfunden. Aber eigentlich kamen wir erst nach der Alien-Invasion, wo die Roboter dann da waren. Soweit wie ich das verstanden hatte. Ich dachte, das hätte irgendwie gelb aufgeblitzt. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu sammeln. Silbererz. Hier geht's wieder in Nuff. Weiter sogar auch. Hier geht's auch in Nuff. Okay, schauen wir aber erstmal weiter, wo es weiter geradeaus ging. Hier ist ganz schön dunkel. Okay, hier gibt es an sich nichts. Gut, wir nehmen mal die hintere Treppe. Weil die so leicht versteckt ist im Schatten. Vielleicht ist das hier dann so ein bisschen die wahre Treppe, die wir brauchen. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Speer. Entschuldigung. Gegenstand erhalten. Du hast eine Waffe erhalten. Tugendwürde. Okay. Gut. Dann eigentlich doch ganz gut, dass wir hier erstmal lang gegangen sind. So haben wir wenigstens alles eingesammelt. Dann gehen wir halt eben wieder eins zurück. Tja, hier scheinen wir ja dann wohl richtig zu sein. Klingt ein bisschen wie ein Wald. Oh. Sehr viele Androiden. Robotermaschinen, wie auch immer.
Edle Ohrringe. Okay. Was man hier findet. Oh, shit. Mit Luftballon. Und ganz viel Feuerwerk. Das ist schön. Das kann man schön als Thumbnail benutzen oder so. Vergnügungspark. Die Maschinen lassen sich ja was einfallen hier. Komische Sachen. Nani? Koizra. Tanoshine. Tanoshine. Kore wa nan te iu ka. Iyou na funiki desu ne. Okay. Müssen wir die kaputt machen? Greifen die uns an? Greifen uns wohl nicht an. Ja, solange sie uns nicht angreifen, brauchen wir sie aber auch nicht angreifen, oder? In den Vergnügungspark. Ich kann mit denen reden. Was ist das? Eine schöne Blume. Erinnert mich an Zelda, Breath of the Wild. Wild. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich bin berechtigt, ich will da hinten. Die Zulu hat doch nicht zugegangen. Auf jeden Fall zu unserem Kartenmenü oder was auch immer. Resistance の反応はあの建物の方向から発信されています。Sehr interessant. Okay. Da das natürlich direkt funktioniert hat, sind das anscheinend momentan noch nicht unsere Feinde. Sonst würde, hätte das jetzt nicht funktioniert. So, hier gibt's nichts mehr. Ach komm. Pass ich da durch? Ich bin doch schlank wie Sau. Ich will das eigentlich einsammeln. Geht doch. Das geht natürlich noch nicht.
Da müssen wir bestimmt entlang. Das ist schon wie so eine Treppe aufgebaut. Nein! Ich tortel. Keine Ahnung, warum ich ständig auf diesen einen Knopf drücke, um mit meinem Großschwert anzugreifen. Darüber kann ich irgendwie nicht. Komisch, keine Ahnung. Wir sind rübergekommen. Bestimmt so eine Masche von den Maschinen, um uns Androiden irgendwie abzulenken. Okay. Ups. これだけ大型の武装した機械生命体見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。 Okay. Ja, direkt rein, ey. Und abhauen ging nicht mehr. Toll. Oh, was ein Scheiß. So viele Blubberblasen um einen drum, dass die einen direkt platt machen, weil man nicht mehr flüchten konnte deswegen, ey. Das ist mies. Very, very mies. Ja, immerhin fangen wir direkt hier wieder an. Ach so. Nicht direkt. Ja. Schweinerei. Stimmt, weil die Kamera nicht so schnell nachkam. So, die Sachen sammeln wir natürlich auch wieder mit ein. So, bevor wir jetzt auf Angreifen gehen, nehmen wir natürlich erstmal unsere Leiche wieder mit. Also,
これだけ大型の武装した機械生命だ。Körper reparieren. Was passiert, wenn wir das hier drücken? Minogasto, ato de mazui koto ni narisou desu. Taoste okimashou. Vor dem Körper wurden es deine Verbündeten. Ach so. Okay. Schon wieder tot. okay. Aber interessant, da gab es sowas wie einen Energiekern. Wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich es natürlich. Interessant zu wissen. Okay. Dann würde ich sagen, das ist der optimale Zeitpunkt. Wir sind bei 21 Minuten. Beim nächsten Teil machen wir das Scheißding platt und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht in diesem Vergnügungspark. Interessant, dass wir überhaupt in einem Vergnügungspark noch irgendwie hinkommen oder sowas. Ja, wenn es euch gefällt, ihr dürft natürlich gerne einen Daumen da lassen, nach oben logischerweise. Und ein Abo, damit ihr natürlich benachrichtigt werdet, wenn es weitergeht. Und ja, bis jetzt, also momentan macht mir das Spiel wirklich mehr Spaß als sonst. Vielleicht liegt es jetzt hier an dieser neuen Welt, ich weiß es nicht, weil es jetzt einfach wieder mal was anderes ist. Und die Welt finde ich auch klasse designt wiederum. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie es dann weitergeht, auf jeden Fall. Ich denke mal, ihr auch. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil, beziehungsweise bei einem anderen Let's Play. Das war Nier Automata mit von Nier Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.